Guten Morgen, heute geht's nach Spanien. Alter, der Typ hat doch gesagt, dass dieses Bett hier, ne, gerade erst neu ist und so. Ich hab noch nie in meinem Leben in so einem bequemen Bett gepennt. Shoutout an das Bett. Ich bin richtig aufgeregt. Ich werde wahrscheinlich wieder nicht mal merken, dass ich überhaupt über die Grenze rüberfahre. Ich freue mich, dass wir Frankreich heute endlich abhaken können. Da geht's jetzt rüber. Problem, der Fahrradweg ist jetzt hier in Frankreich zu Ende, müsste aber eigentlich direkt in den neuen Fahrradweg übergehen. Den müssen wir jetzt irgendwie erstmal finden. Kann sein, dass ich da ein bisschen unbeholfen bin am Anfang. Aber wir schauen mal. Einfach schnurstracks Richtung Lissabon, I guess. Hey, wir haben es geschafft. Das ist einfach straight up die Grenze hier. Hä, warte mal. Nee, wie komme ich da jetzt rüber? Nee. Ich muss auf die andere Seite. Die App wollte jetzt, dass ich da oben lang laufe. Die Brücke ist aber abgesperrt. Es ist nur noch die Brücke da hinten. Ihr seht auch Grenzpolizei und so. Das heißt, ich gehe jetzt wahrscheinlich hier hoch, laufe da hinten hin und gehe dann über die Brücke einfach rüber. Ich gucke meine Haare heute. Daran merkt man, dass das Bett heute wirklich sehr, 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 sehr bequem war. Alter. Es ist so geil, wirklich. Das ist die zweitletzte Ländergrenze jetzt. Wir haben es gefühlt einfach fast geschafft. Frankreich war die allergrößte Etappe und wir haben es einfach abgehakt. Spanien. Ey, ich krieg's nicht hin, ich komm nicht drauf klar. Das fängt ja schon scheiße an, ne? Spanien, was ist das? Bleibt das jetzt so? Hast du jetzt hier nicht irgendwie schön geteert oder so? Oh, let's go! Neue Straßenschilder. Nix mehr mit abrappeln hier. Also hier an den Laternen, da sind so blaue Pfeile. So ähnlich sah das Symbol zwischendurch auch aus auf dem Weg jetzt hier in Frankreich. Oh ja, da hinten. Seht ihr diese Sonne, dieses, warte mal, mein Finger, dieses Schild da. Ja, ich werde den schon finden. Ich brauche nur den Namen von der Straße für die App, damit ich den Namen, also von dem Weg, einmal suchen kann. Aber ich glaube, ich fahre jetzt einfach hier lang. Und früher oder später werde ich schon ein Schild sehen und dann gebe ich das einfach ein. Fertig. So, und da haben wir es gespottet. Da ist das Zeichen von dem Fahrradweg, weil das die größte Route ist. Ja, also auf jeden Fall das Zeichen. Dem geht es jetzt einfach hinterher. Dementsprechend da lang wahrscheinlich. Ist so lustig. Ich stehe hier und suche so den Namen von der Route raus bei Google Maps. Und dann hat mich so erst ein älteres Ehepaar angesprochen, gefragt, wo ich herkomme, bla bla. Wollte mir dann helfen, haben mir den Weg direkt gezeigt, weil die wissen ja, gut, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der hier so dieser Route folgt. Und dann kam direkt ein anderer, hat auch gefragt, ob er irgendwie helfen kann. Aber eigentlich wollte ich nur den Namen von der Route haben. Also den konnte sie mir nicht nennen. Naja, erste Begegnung in Frankreich, direkt irgendwie drei Leute, die mir helfen wollen. Nur weil ich irgendwie kurz mal auf mein Handy geguckt habe. Big Shoutout an Biane. Der hat mir jetzt die Route einfach von zu Hause aus schnell rausgesucht und mir einen Link geschickt. Jetzt habe ich einfach bei der App, kann da raufklicken, ist wie Google Maps. Er sagt mir jetzt die genaue Route an. Wenn ich will, sogar mit Sprachsteuerung. Big Shoutout, Biane. Einmal bitte in Kommentare. Dankeschön, Biane. Kuss. Ja, das Ding fährt jetzt nach Lissabon. Der Untergrund wurde auch angezeigt. Ich werde sehr, sehr viel laufen müssen. Der Boden wird wahrscheinlich nicht so bombastisch. Aber sind wir ehrlich, dann wandern wir mal ein bisschen. Ist es hier eine Longer-Tour oder eine Wandertour? Ein neues Problem ist unlocked. Und ich meine nicht, dass der Weg jetzt gerade hier ziemlich nervig ist und ich hier hochlaufen muss den Berg. Das Internet mal wieder. Ich hatte die Hoffnung, dass meine Karte und das Internet jetzt noch einigermaßen ausreicht und die Karte auch in Frankreich funktioniert. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ich habe absolut keinen Empfang, bin somit nicht mehr erreichbar. Google und sonst was kann ich auch nicht nutzen, um irgendwie Campingplätze, Supermärkte oder sonst was rauszusuchen oder einen Handystore. Dementsprechend bin ich jetzt scheinbar erstmal ein, zwei Tage offline. Aber der View von hier
Ist natürlich immer geil, aber gleichzeitig denkt man sich, ja, scheiße. Da musste ich hochlaufen, so eine Kacke. Und das heißt nicht, dass der Weg hier zu Ende ist. So, gerade ging es jetzt das allererste Mal wieder ein bisschen bergab. Und jetzt geht's hier lang. Na toll. Ey, das geht ja wirklich, also schnurstracks den Berg hoch. Das, ich kann doch locker auch genauso gut da lang. Ich guck mal. Junge, stimmt einfach. Ich bin so smart. Ich kann wirklich einfach da lang. Ist natürlich ein bisschen gefährlicher und so. Aber das wird schon. Vor so ein paar Wochen habe ich so endlich an den Atlantik geschafft. Fahr so richtig heftige Küsten entlang. Und jetzt einfach das hier. Ich habe gerade einmal kurz wegen Hotspots irgendwie drei Schüler oder so. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt gerade Schulschluss hatten oder so. Die haben mir ganz kurz Hotspot gegeben, weil ich kurz die Route verlassen habe, hat sich das Dings geschlossen. Schwierig zu erklären. Der Routenplaner ist zugegangen, die Navigation, weil ich kurz die Route verlassen habe. Das heißt, keine Abkürzungen mehr. Wir bleiben jetzt auf der Route erstmal. Der Weg hier, der bockt echt gar nicht. Was steht hier wegen Ziege? Ziegenbock. Ein Bock. Na, du kleines süßes Ding. Sowas finde ich ja niedlich. So kleine Pferde süß. Oh, pass auf. Nicht, dass du dir da wehtust. Ich hab nichts für dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du bist niedlich. Ciao. Die Brücke. Ey, kurz. So eine Brücke hier ist nicht cool. So, die ist jetzt nicht so alt gebaut und so. Und also, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber ne, also die führt über eine Autobahn. Die Brücke ist nicht cool. Aber so eine Brücke über so Wasser und so hoch und so alt, sowas cool, das nicht. Altbekanntes Dilemma. Ich habe direkt hier an der Tankstelle auch mal nachgefragt, ob die vielleicht Prepaid-Karten verkaufen. Machen sie nicht. Für mich geht es jetzt hier weiter. An der Hauptstraße entlang. Es gibt gefühlt eine Autobahn. Pause war gut. Kurz hier ein bisschen gesessen. Kurz das WLAN genutzt. Jedem einmal kurz gesagt, dass ich jetzt erstmal nicht mehr so erreichbar bin. Auch meiner Mom, damit sie sich keine Sorgen macht. Dementsprechend, damit meine Mom sich jetzt noch weniger Sorgen um mich macht, aber auf die Autobahn war. Nee, ey, ich fahr vorsichtig. Wirklich. Das ist halt wirklich echt nicht. Nicht sonderlich nice, bin ich ehrlich. Let's go, hier ist jetzt auf jeden Fall ein Fahrradweg. Warum der mich nicht einfach vorher irgendwie schon so ähnlich die Route da rein sein gefühlt hat? Das muss ja auch grob von da sein, wo ich gekommen bin, ne? Also ich will den jetzt hier auch gar nicht irgendwie anmeckern. Aber diese Straße hätte, glaube ich, gar nicht sein müssen. So, okay, jetzt habe ich ihn doch angemeckert. Ich bin gerade auf dem Weg zu hoffentlich dem Spot, wo wir heute Nacht pennen können. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich lang muss. Ich werde es schon irgendwie finden. Dann habe ich auch endlich wieder WLAN und kann mir alles rein. An dieser Kreuzung rechts abbiegen auf Radfernweg. Ich mache die Scheiße jetzt mal aus. So sieht das Bild von meiner Sitznachbarin in der Schule aus im Kunstunterricht. Und so sieht das aus, wenn ich das Bild weiterzeichne. Bro, was ist das? So, drück mir einen Daumen, dass die ein Zimmer frei haben und WLAN haben. Der Rest ist mir egal. Ah, doch nicht. Sie müssen auch billig sein. Sonst müssen wir uns was anderes suchen. So, endlich werde ich mal ordentlich wertgeschätzt. Raum Nummer 1. Dementsprechend aber auch Erdgeschoss. Ist jetzt, also, ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss auf jeden Fall die nächsten Tage ein bisschen besser planen, damit ich nicht wieder in so ein Hotel jetzt hier einchecken muss. Ich zahle jetzt, ganz ehrlich, ich kann mir erzählen, fast, also ein bisschen mehr als 100 Euro jetzt für die Nacht. Das ist halt echt, nee, kannst nicht machen. Kannst echt nicht machen. Ja, ist jetzt so. Ich lege mich direkt hin. Ich bin mega fertig. Verbinde mich mit dem WLAN. Suche ein bisschen die Sachen für morgen raus. Plan den morgigen Tag jetzt mal ordentlich. Strukturiert runter. Ja, und dann geht's morgen weiter. Let's go. Hi Leute, mein Bad kommt endlich ab. Juppie! Ich musste mir jetzt so scheiß Einwegrasierer holen und eine unnormal fette Tube Rasierschaum. Das verbrauche ich nie im Leben. Dementsprechend habe ich auch irgendwie 7 Kilo Rasierschaum im Gesicht. Alter, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Einwegrasierer benutzt habe. Oh, Junge, so happy, so geil. Ich werde, glaube ich,
den Schnauzer und das hier dran lassen, bis ich auf Madeira bin. Und jetzt nur alles andere rasieren. Alter, Einwegrasierer, so weird. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal benutzt mit irgendwie 16 oder so. Da hatte ich noch weniger Bart als jetzt schon. Naja, ich mache das mal fertig. Jetzt ist die Frage, muss ich ihn ganz wegmachen? Also besser aussehen wird safe. Ist nur die Frage, ob ich es wirklich mache. Weil irgendwie, ey, so, das gehört doch auch zur Tour dazu. Aber sind wir ehrlich, ich hatte irgendwie hier, hatte ich Haare. Nur hier. Und alles andere war irgendwie nichts, gar nichts. Und dabei habe ich mich gefühlt nicht getraut rauszugehen. So kannst du eigentlich auch nicht machen. Aber gehört irgendwie ein bisschen dazu, oder? Keine Sorge, ab dem Moment, wo ich auf Madeira angekommen bin, kommt das Ding ab. Ich habe ja jetzt meine Schuhe noch nicht so lange und ich bin gestern so viele Berge hoch und runter gerattert. Dass das auch so aussieht, als würde ich da bald wieder neue gebrauchen können. Ey, das ist so heftig. Also wirklich, ich habe die ja jetzt... Also wirklich noch nicht viele Kilometer. Ich habe gerade nachgeschaut, der Orange Store macht... Store... Der Orange Store macht um 13 Uhr dicht. Wir haben dann hier Mittagspause. Der ist 13 Kilometer entfernt. Wir haben 11 Uhr. Dementsprechend könnte ich das noch schaffen, aber es wird richtig knapp und ich muss mich richtig abhetzen, weil es sehr, sehr viel bergauf geht wieder. Ja, ich werde es versuchen, weil sonst müssen wir da einfach in der Stadt lange warten. Aber wenn das der Fall ist, machen wir da einfach ordentlich Mittagspause. Das ist auch okay. Ich check jetzt erstmal aus, pack meine Sachen zusammen und dann geht's los. Ich habe gerade einfach vergessen, dass ich dass ich nicht in Deutschland bin. Geh zur Rezeption, um meine Karte da abzugeben und drop da einfach ein ganz entspanntes Moin. Aber so richtig, auch richtig confident. Ich war mir richtig sicher, dass Moin jetzt die absolut richtige Aussprache ist. Boah, das ist echt heavy. Mittlerweile ist es echt richtig kalt. Obwohl die Sonne so doll scheint, ich brauche echt mal ein bisschen andere Klamotten. Ey, und ich glaube, ich muss mir einfach Haarwachs holen. So, die ersten 2-3 Kilometer habe ich geschafft. Hier ist jetzt so ein Tunnel durch. Sehr, sehr cool. Folge dem Weg 450 Meter. Lasst allen Abo da. Bisher bin ich die ganze Zeit nur bergab gefahren, aber wir waren auch irgendwie auf 800 Höhenmeter oder so. Aber ey, die nächsten Wochen werden hart. Ich habe das alles gesehen. Bis nach Lissabon sind es 8500 Höhenmeter. Das ist echt ordentlich. ETF, hier sind einfach so Rolltreppen, damit man nicht hochlaufen muss. Auch sehr cool. Ey, so abstrakt, wirklich. Habe ich jetzt so draußen noch nie gesehen. Ja, ich komme bisher sehr, sehr gut voran. Mir tut nicht unbedingt alles weh. Ich gehe jetzt kurz einkaufen, dass wir das abgehakt haben. Ist hier gerade an der Ecke gewesen, dementsprechend lässt sich das gut einrichten. Wartet mal, das ist ja... Ich habe mich gerade schon gewundert, was hier so komisch riecht. Das hört sich jetzt dumm an. Aber es riecht mehr so nach Fisch und so. Das ist der erste Einkauf in Spanien. Dass mir das am Geruch aufgefallen ist, ist sehr abstrakt. Ey, cool! Wir müssen jetzt wieder neue Sachen finden. So, das letzte Mal hat das in Frankreich ein bisschen gedauert, bis ich da meine Routine gefunden habe mit dem Baguette und so. Boah, jetzt muss ich hier neue Sachen finden. Geil. Ey, das freut mich richtig. Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich trotzdem so bei Brotzeugs natürlich bleiben. Ja, ich schau mal, was ich so finde. Ey, für alle, die schon mal in Spanien waren und die Dinger gegessen haben. Wow. Ich habe jetzt leider schon Brot eingepackt. Aber das, also... Die habe ich letztes Jahr geliebt. Ich packe mir davon trotzdem jetzt noch mal 2 ein. Und schon habe ich gefunden, was ich die nächsten Monate, also die nächsten Wochen esse. Die sind so toll, wirklich. Ey, es ist so geil. Ich habe einfach, weil ich so sehr abgelenkt war von neuer Laden, erster Laden in Spanien und sonst was, ich habe alles vergessen. Ich habe kein Wasser gekauft und ich wollte mir eigentlich Haarwachs holen für meine Haare, weil... No joke, ich glaube, ich würde mich sehr viel besser fühlen, wenn ich mal wieder so, ey, ich habe mich gestern
gestern so rasiert. Ich meine, ist jetzt nicht clean, weil sieht immer noch affig aus, aber es fühlt sich sehr viel besser an. Und ich fühle mich nicht mehr so enorm hässlich wie sonst. Das T-Shirt zum Beispiel, das habe ich seit anderthalb Monaten gefühlt täglich an. Ich wechsle zwischen drei verschiedenen Oberteilen. Dementsprechend, ich fühle mich so abartig. Und jeder, der mich anguckt, denke ich mir, ja, sorry, ich weiß doch, dass ich echt scheiße aussehe. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen mal wieder meine Haare machen würde, erst recht auch, weil die hier die ganze Zeit in meinem Gesicht rumhängen und Haare schneiden ist keine Option. Das gehört mit zur Reise mit dazu. Würde ich ganz gern einfach mal meine Haare machen. Das wird, glaube ich, sehr viel fürs Mind tun. Aber ich habe vergessen, Wasser zu kaufen. Aber ich habe noch ein paar Liter dementsprechend. Ich werde schon auf dem Weg irgendwas finden. So viel habe ich auch nicht vor mir. Also, jetzt hier noch ein bisschen Pfefferruf und ja, vielleicht ein bisschen Pesto oder so. Aber so allein, ey, ich liebe dieses Brot. Wirklich. Damit haben wir letztes Jahr immer Burger gemacht mit so vegetarischen Patties. Es war so geil. Und es ist immer noch, oh, ich lieb's wirklich. Ich bin so happy. Hey, let's go. Hier so mitten an der Seite ist ein Sportgeschäft. Hier werde ich bestimmt Thermosachen finden. So Leute, ich bin jetzt gerade in der Umkleide und es scheint so, als hätte ich jetzt was passendes. Könnt ihr ja mal bewerten, ob das denn auch passt, die Hose? Also wenn ihr jetzt nichts für Charity spendet, dann weiß ich auch nicht. Let's go. Ich habe jetzt Thermo-Oberteil und Thermo-Hose. Das heißt, ich kann endlich wieder in einem Zelt pennen. So, so geil, wirklich. Hotel ist wirklich immer viel, viel zu teuer. Und Hostels ist auch schwierig immer zu getten. Dementsprechend sehr, sehr nice. Und mein Internet geht. Es lag ein bisschen an mir. Ich habe einfach nur dieses Daten-EU-Roaming hatte ich an meinem Handy aus. Die französische Karte geht noch. Ey, wirklich richtig stark. Ich kann jetzt einfach... einfach Kilometer ballern. Ich habe sogar noch ein bisschen Essen. Ich habe mir gerade eine Flasche Trinken gekauft. Wow! Ich kann jetzt einfach fahren. Ey, das ist doch so doll Spanien, oder? Also, bei GeoGuessr würde ich hier, glaube ich, richtig tippen. Also zumindest das Land. Boah, gerade war wirklich kilometerlang super Strecke. Wirklich ein richtiger Fahrradweg gewesen. Im nächsten Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Es war alles relativ eben, weil das direkt neben einem Fluss war. Ich bin am überlegen, ob ich gleich kurz mich noch mal hinsetze. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Ob ich mich gleich noch mal kurz hinsetze. Jetzt den Kreisverkehr auf GE. Alter, ich bin in Lego City. So Leute, ich mache jetzt eine kurze Pause. Such dann irgendwie vielleicht schon mal einen Spot raus, wo ich grob zelten kann. Weil es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, hier irgendwas Passendes zu finden. Ich habe nachgeschaut, ich bin jetzt 41 Kilometer schon gefahren. Also wenn wir jetzt irgendwie noch 10 oder so machen, wäre schon cool. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das letztendlich auch so. Aber richtig gut was geschafft heute. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, wo man vielleicht campen kann. Es sieht wirklich nicht gut aus. Es geht die ganze Zeit zwischen den Bergen einfach diesen Weg hier weiter entlang. Und ich habe wirklich seit 10 Kilometern ist der beste Ort zum Campen gefühlt das hier. Und hier werde ich mein Zelt nicht aufschlagen. Ich glaube, das ist nicht ganz legitim. Ich schaue jetzt mal, hier vorne ist ein billiges Hotel 50 Meter weiter. Vielleicht gehe ich da einfach rein. Ich würde eigentlich schon ziemlich gern zelten. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich ein schlechter Spot, um zu campen. Wirklich diesmal eine sehr, sehr gute Lösung. Also so ein ganz kleines Hotel. Ich glaube, die haben irgendwie vielleicht insgesamt 4 Räume oder so. Sehr, 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 sehr gute Lösung. Bei nächster Möglichkeit leicht links. Diese Sprachsteuerung von der App ist so freudig. Geil. Auch cool. Ist eine richtig gute Lösung. So, Leute. Ich habe jetzt eine Kleinigkeit gegessen. Oh, ich werde mich jetzt einfach ins Bett hauen und dann wird es morgen weitergehen. Oh, und dann hoffe ich, dass wir endlich mal wieder zelten können. Jetzt, wo wir die Thermowäsche haben, ey, muss. Wir sehen uns morgen. Tschüss.
Thank you. Thank you. Have a good day. Hey, mega cool. Das GPS-Signal ist gerade schwach. Ansagen können verzögert kommen. Ich hoffe, sie kommen nie wieder.